Das Smartphone in der Hand macht's möglich. Jeder Augenblick, jedes Erlebnis kann geteilt werden. Dann Kommentare und die Fotos posten, oft für jedermann sichtbar, auf Facebook-Seiten oder anderen Profilen wie Instagram. Melanie macht ihre Fotos öffentlich. Ihre Bilder und Nachrichten sind so beliebt, dass täglich 5000 Menschen sie anschauen. Die Studentin ist 21 und lebt in Dresden. Wir begleiten Melanie und werden erfahren, wie sie so viele Menschen für sich interessieren kann und warum Melanie das überhaupt macht. Auch Alex will für viele Menschen interessant sein. Dafür muss er ihnen etwas bieten, einen perfekten Körper. 6-mal pro Woche geht er ins Fitnessstudio. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, so Fitnessstudio lief gut oder so und ich habe mein Handy nicht dabei, da würde ich mir selbst persönlich in den Arsch treten, wenn ich ehrlich bin, einfach, weil ich mir dann sage, toll, da hast du jetzt eine Chance verpasst, so ein gutes Bild zu machen. Das er für seine Fans im Internet braucht. Denn ein Bild von einem Mann, ein durchtrainierter Männerkörper, wird viel geklickt. Alex setzt sich dafür in Szene. Er ist 19 Jahre alt, kommt aus Leipzig und ist Lehrling für Telekommunikation im 3. Jahr. Wir wollen wissen, wie sich Alex' Leben online und offline darstellt. Immer mehr Menschen bloggen. Das heißt, sie stellen über soziale Medien wie Facebook oder Instagram Fotos und Texte ihrer Erlebnisse ins Internet. Als Zeichen der Anerkennung bekommen die Blogger von ihren Lesern Likes. Likes sind Belohnungspunkte in Form von Herzchen oder Daumenhochsymbolen. Damit ihre Leser, auch User genannt, sie nicht immer wieder neu im Internet suchen müssen, werden sie zu Followern. Je mehr Follower und Likes ein Blogger hat, desto größer ist sein Ansehen. Für die Blogger ist diese Bestätigung im Internet Motivation. Und so leben sie immer mehr in der virtuellen Welt. Dafür tauschen sie einen Teil ihres echten Lebens ein. Melanie ist so eine leidenschaftliche Bloggerin. Instagram ihr Hobby. Dafür hält sie fast jedes Ereignis fest. Instagram ist eine ähnliche Plattform wie Facebook. Um für ihre Follower im Netz immer präsent zu sein, ist das Smartphone ihr ständiger Begleiter. Das Handy auch einfach mal zur Seite legen, einfach mal eine Minute für sich haben, aber es ist tatsächlich schwierig. Also ich merke es, wenn ein Handy auch nur kaputt ist oder der Akku leer ist, diese Zeitspanne, bis man sein Handy wieder in der Hand hat und wieder mit sozialen Netzwerken konfrontiert werden kann, das ist komisch, ja, weil da fehlt irgendwas. Das ist wie so ein Loch. Ich denke zwar auch immer, oh Gott, wie kann man so handykrank sein? Wieso muss man die ganze Zeit irgendwo aktiv sein? Aber es ist tatsächlich komisch. Man kann es kaum erklären, aber wir sind da so. Melanie muss makellos schöne Bilder posten, denn das bringt Follower. Dafür schminkt sich die 21-Jährige wie ein Profi. Aus Melanie wird ihr virtuelles Ich. Melanie de la Vie. Für mich ist es schon eine Art Verwandlung in dem Moment, weil ich einfach sonst nicht so mich so krass schminke. Also es ist halt wirklich meist nur für die Fotos. Eine Stunde Schminken für ein perfektes Foto, das aus Melanie einen anderen Menschen macht. Auch ihre Mutter Andrea verfolgt Melanies Instagram-Profil. Selbst sie erkennt auf den Bildern ihre eigene Tochter oft nicht wieder. Die Bilder auf dem Blog, ich glaube, das ist doch eine Person, die ich so noch nicht kenne. Ja, das ist nicht die Melanie, die ich kenne. Das ist doch etwas anderes. Davon abgesehen, dass es nicht schlechter oder schöner ist. Es ist eine andere Melanie, an wo ich teilweise keinen Einblick mehr in ihrem Leben habe. Melanie hat ihren Instagram-Blog seit 5 Jahren und investiert sehr viel Zeit in ihre Social-Media-Kanäle. 3-4 Stunden würde ich jetzt mal so sagen, am Tag, die man da drauf einfach mal verbringt. Das ist ja wirklich, man ist unterwegs und guckt mal schnell, was bei Instagram Neues gibt. Also das zählt ja auch schon dazu. Also es sind ja auch immer mal ein paar Minuten, 1-2 Minuten, die man da jetzt mit investiert. Und ja, das summiert sich auf jeden Fall. Auch Alex ist täglich mehrere Stunden online.
Dazu kommt die Zeit für sein Fitnessprogramm. Alles für den Blog. Etwas anderes außer Arbeiten, Instagram und Fitness interessiert ihn nicht. Wenn ich 5 bis 6 Mal die Woche ins Fitnessstudio gehe, 18 Uhr wieder in Leipzig bin nach der Arbeit, da bin ich 19, 19.30, 20 Uhr im Fitnessstudio. Da ist dann auch nicht mehr viel mit sich mit anderen Leuten zu umgeben. Nach dem Fitnessprogramm postet er sofort seine neuen Bilder, stellt sie also auf Instagram online. Seine Follower muss er täglich mit neuen Bildern bei Laune halten. Tu es für das Bild danach. Auf seinem Instagram-Profil macht Alex deutlich, was ihn zu seinem Fitnessprogramm antreibt. Während Alex Schnappschüsse postet, überlässt Melanie nichts dem Zufall. Auch das Outfit muss perfekt sein. Ihr Freund Pedro hilft bei der Auswahl. Für Melanies Hobby investieren beide fast ihre ganze Freizeit. Ja, das ist mega schön. Das können wir nehmen. Also wir stecken dann schon öfter mal zurück, gerade wenn wir jetzt beide Vollzeit arbeiten oder den ganzen Tag arbeiten sind, oder eher ja meist, dann ja, sonntags haben wir dann nicht noch Lust irgendwie eigentlich unseren Tag noch dafür zu nutzen, rauszugehen, sich zu schminken, fertig zu machen, Fotos zu machen. Aber wir kriegen das schon hin, also es ist halt wirklich so ein Organizing-Teil. Pedro ist Automobilkaufmann. Für Melanie aber hat er sich eine Profi-Fotoausrüstung gekauft. Denn so heißt es, hinter jeder erfolgreichen Instagrammerin steht ein Freund, der die Bilder macht. Der Insta-Husband. Ich finde das Wort Insta-Husband immer so ein bisschen schwierig, weil ich weiß auch nicht, er ist jetzt nicht mein Sklave, der alle meine Fotos machen muss und der immer nicht essen darf, bevor ich ein Foto gemacht habe, oder der macht das von alleine schon. Ja, vielleicht ist er doch ein bisschen Insta-Husband. Der Erfolg seiner Freundin macht Pedro stolz. In Alex' Leben ist kein Platz für eine Beziehung. Sein Plan ist die Transformation vom Normalo zum perfekten Muskelkörper. Das braucht viel Zeit. Alex eifert Idolen nach, die er nur aus dem Internet kennt. Ich habe halt Ziel, so Bilder auf Instagram so oder Bilder im Kopf, so wie das mal aussehen soll. Und ja, danach richtet man sich dann halt. Zum Beispiel David Late, durch den habe ich eigentlich erst wirklich angefangen. Es ist ein Junge, der in Amerika wohnt und der war mit 13, wurde der immer gefragt, ja, du bist so dünn und alles, fühlt sich da überhaupt wohl drin? Irgendwann hat er sich selber nicht mehr wohl darin gefühlt und hat das halt im Alter von 13 bis 17 so eine Transformation durchgezogen und dachte mir so, okay, gut, wenn der das hinkriegt, na, dann du auch. Seine Vorbilder haben Hunderttausende von Followern. Alex steht mit seinen knapp 200 dagegen noch am Anfang. Melanie ist mit ihren 5000 Followern schon ein gutes Stück weiter, auch durch die Hilfe von Pedro. Wie das perfekte Bild aussieht, hat sich Melanie von anderen Instagrammern abgeschaut. Das Licht ist ganz schön grell. Hier. Ein bisschen runter. Also ein Stück dunkler. Ja. Okay, gut. Ein perfektes Bild für Instagram mag so aussehen wie ein Schnappschuss, ist aber längst keiner mehr. Dass wir wirklich dann auf insgesamt 50, 60 kommen. Ja, 50, welche 50. Gut sind, 40, 50. Mhm. Genau, und ab dann werden. Dann wird nochmal aussortiert. Nochmal aussortiert, was sie genau. Für Instagram nimmt oder für direkt ihren Blog. Genau. Das sind dann meist nur noch 6, 7 Bilder, ja. Maximum. Die dann überbleiben. Genau. Nur die besten Bilder lädt Melanie auf ihre Social-Media-Profile. Um ihren Followern auch in den nächsten Tagen etwas bieten zu können, macht sie noch ein weiteres Shooting. Besonders wichtig für ein erfolgreiches Foto, die richtige Pose. Also beim Posing achte ich eigentlich am meisten darauf, dass mein Körper irgendwie gestreckt ist. Ne? Man guckt halt ein bisschen das Bäuchlein einziehen und dass es halt alles irgendwie eine gute Silhouette ergibt. Gerade das Bein ein bisschen strecken, einfach ein bisschen nach vorne und meist seitlich, nicht komplett frontal oder wenn dann die Arme so ein bisschen davor, ja, manchmal auch nicht nur in die Kamera gucken. Außerdem gibt es bei Instagram ständig neue Trends. Gerade angesagt, der Insta-Walk. Der Insta-Walk. Ja, eigentlich eben, man macht
ein paar Schritte, 3, 4, ist immer unterschiedlich, einfach gerade nach vorne anspannen sozusagen, sagt man immer. Und dann läuft man seine Schritte immer so in Zeitlupe sozusagen, dass es wirklich der Fotograf Zeit hat, einfach mal kurz ein paar Knipse zu machen. Und auf dem Bild sieht es halt einfach total natürlich aus, als würde man gerade durch die Stadt laufen, durch die Stadt bummeln, und man hat eben einen super Schnappschuss dann, ne? Genau. Ein Trainingskumpel hat Alex überredet, vor dem Fitness noch zum Essen zu gehen. Doch auch in der Pizzeria dreht sich für Alex alles nur um sein Smartphone, Instagram und den Traum vom perfekten Body. Der Bauch soll auf alle Fälle so aussehen. Den untersten habe ich gerade bekommen vor 15 Minuten von MuscleJohn92. Krasse Bilder, Respekt. Die Leute kommentieren, oder wie? Ja, die Leute kommentieren zurzeit übelst viel meine Bilder. Ja gut, du lädst ja auch andauernd Bilder hoch. Ich überlege, wie oft du Bilder hochlädst. Also ich kann verstehen, dass Alex viel an so Instagram denkt, weil er auch, er hat einen guten Körper, na klar, weil er, ja, also er ist oft im Fitnesscenter und, also man kann sagen, er ist täglich im Fitnesscenter. Und tut dementsprechend auch seine Erfolge darstellen. Damit er Muskelmasse aufbauen kann, benötigt Alex am Tag bis zu 4000 Kilokalorien. Da darf es auch mal eine Pizza sein. Also Pizza generell geht gut runter. Der Boden hat Kohlenhydrate. Schinken ist Eiweiß, Salami ist Eiweiß. Das ist das Beste, was du machen kannst. Doch viel Zeit hat Alex nicht für sein Treffen, denn die nächste Trainingseinheit für heute ruft. Für ihren Instagram-Auftritt hat Melanie ihr Studium unterbrochen. Sie jobbt als Teilzeitkraft im Einzelhandel. So finanziert sie sich ihr Leben für das Internet. Bei der Arbeit muss sie sich auf die Kunden konzentrieren und ihr Handy beiseite legen. Das fällt ihr schwer. Ja, also wenn ich früh schon aufstehe, dann ja, gucke ich erstmal bei Instagram rein, check einfach mal, was meine Freunde so gepostet haben. Gerade Insta-Stories gucke ich ganz gerne früh, was gestern Abend so ging, genau bei anderen. Ja, dann eigentlich nochmal in der Bahn, also wenn ich auf Arbeit fahre oder irgendwie von Arbeit dann wieder fahre, wenn ich jetzt, wenn es unter der Woche ist, und abends vorm Schlafen gehen, ja. Schau noch mal, dann liegen wir teilweise zu zweit im Bett und haben das Handy in der Hand. Ja? So ist das bei unserer Generation. Auch Alex hat sein Smartphone immer parat. Likes für seinen Körper machen ihn glücklich und bestätigen ihn. Das pusht Alex, noch mehr zu trainieren. Also man kann wirklich sagen, dass ich süchtig danach bin. Einfach aus dem Grund, weil ich halt wirklich viel Zeit da rein opfere. Sage mir immer wieder, ja, du musst jetzt mehr erreichen, du willst das und das erreichen. Süchtig nach Likes? Süchtig nach Anerkennung? Alex hat eine Trainingspartnerin gebeten, ein Video zu drehen. Das bringt mehr Follower als ein Foto. Und die sind Balsam für Alex Selbstbewusstsein. Ein perfekt proportionierter Körper ist sein Ticket für Anerkennung aus dem Netz. Gerade so mit einem bestimmten Gewicht und allem, wo du halt sagst, gut, ich bin jetzt so und so weit, kommt halt auch eine gewisse Arroganz und Selbstverliebtheit, dass du sagst, ey, ich guck mich jetzt mittlerweile gerne im Spiegel an, weil mir gefällt das, was ich mittlerweile sehe, so, ich denk, ich guck nicht mehr in den Spiegel und sag mir, ey, ja, Arme, nein, Bauch, nein, sondern guckst dich an und denk, fühlt sich gut, so, weil du merkst, ja, du machst Fortschritte, du hast, ja, du veränderst dich und, ja. Von daher kommt halt auch eine gewisse Selbstverliebtheit, dass dann halt, dass du dann auch immer anfängst, jeden Tag 3-mal in den Spiegel zu gucken und zu gucken, ob sich da doch was verändert hat. Und auf Instagram hat Alex ein Bild gepostet. Fitness oder Beziehung, fragt die Frau. Manchmal fehlt sie mir, antwortet der Mann. Eine Einstellung, die auch für Alex gilt. Ich würde Instagram jetzt nicht aufgeben. Also wenn meine Freundin sagen würde, ja, du gibst das jetzt auf, dafür, dass ich mit dir zusammen bin, dann würde ich dir einen Vogel zeigen. Bei Alex kann das Posten nicht schnell genug gehen. Anders bei Melanie. Jedes Detail wird genau unter die Lupe genommen und jedes Foto retuschiert.
zum Beispiel das Weiße, das ist ja immer so bei Instagram übelst gehypt, dass man alles so ein bisschen im weißen Hintergrund hat. Das kann ich ja alles auch noch einstellen. Und dann auch die Schatten noch, ob ich das schwarz haben möchte oder nicht. Hier kann ich wirklich viel machen. Also auch die Tönung, ob ich eher so einen Grünstich haben möchte. Hier zum Beispiel. Oder ob ich so einen lila Stich haben will. Da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein, damit das irgendwie nicht zu grün und lila wird. Mein Gesicht ist jetzt zum Beispiel auch noch so ein bisschen rötlich. Das kann ich dann hier auch nochmal extra mit den ganzen Farbtönen abändern. Also jetzt werden meine Lippen zum Beispiel gerade orange. Genau. Für die Jagd nach Likes und Followern bei Instagram müssen die Bilder makellos schön sein. Deshalb werden Falten glatt gebügelt. Und nicht nur auf der Kleidung. Was ist da noch echt? Ich glaube, es ist unterschiedlich von Person zu Person, wie das Profil erscheint. Also ob es dann eben real ist oder ob es halt wirklich so eine Scheinwelt ist. Ich würde sagen, bei mir, ich rutsche wahrscheinlich auch schon so ein bisschen. Klar, man will, dass es schön aussieht und man will jetzt nicht gerade seinen Pickel der ganzen Welt zeigen. Es ist halt, es ist tatsächlich so. Ich habe auch schon viel gehört oder gesehen, dass da eben gerade die Instagram-Welt echt so viel Fake ist und viel retuschiert wird. Und natürlich so Hautbild gucke ich auch mit drauf. Aber ja, wenn die Mädchen dann immer dünner werden auf den Fotos und so das Gesellschaftsideal eh schon ja, noch weiter nach unten getrieben wird und man immer dünner aussehen soll, das finde ich halt auch nicht in Ordnung. Melanie fügt dem Bild jetzt noch Schlagworte hinzu, sogenannte Hashtags, die Suche im Internet erleichtern, etwa Mode und Dresden. Je mehr Nutzer das Bild finden, umso mehr Likes könnte Melanie bekommen. Also es ist gut, es kommt gut an, wenn so in ersten Sekunden, jede Sekunde mal ein Like kommt, das ist schon nicht schlecht. Die meisten, die ihr Bild liken, kennt Melanie aber nicht. Zwei Leute kenne ich. Was ist das? Ja, zwei davon kenne ich privat jetzt. Ne? Auch Alex hat ein neues Foto hochgeladen und fiebert nach Reaktionen. Hier zum Beispiel kommen jetzt gerade die ersten, so, denen das gefällt. Und ja, es sind dann komischerweise mal irgendwelche Leute, die ich nicht kenne. Jeder Like befeuert Alex. Malatamanda folgt mir jetzt. Wieder ne. Ich liebe das immer, wenn jemandem meine Bilder gefallen, dann sehe ich halt auch, okay, du machst sozusagen alles richtig in Anführungsstrichen. Dann motiviert dich das natürlich dann schon dazu, zu sagen, ja komm, du machst jetzt weiter oder du lässt es. Eldone gefällt mein Beitrag, okay. Auch Melanie genießt das positive Feedback, doch sie postet nicht nur perfekt inszenierte Bilder, sondern offenbart auch ihr Innerstes auf ihrem Blog. So schreibt Melanie, wir sind jung und chancenlos in dieser Welt. Oder sie postet, nicht zu müssen macht mir Angst. Eine der wenigen Leserinnen, die sie persönlich kennt, ist ihre Mutter. Mutti hatte natürlich von Blog und Instagram und überhaupt keine Ahnung, was ist das alles? Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, diese Entwicklungsstufe. Und ja gut, den Blog habe ich gelesen, ich habe mir die Bilder angeschaut und hatte doch ein bisschen Angst. Was könnte das auslösen? Könnte das jemand gegen sie verwenden? Und warum muss man sich so präsentieren? Warum muss man sich im Internet darstellen? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden gehabt. Also ich glaube, das habe ich bis heute noch nicht so wirklich verstanden. Melanie gewinnt durch die Offenbarung ihres Gefühlslebens Follower und Likes. Sie bekommt viele Kommentare mit positiver Resonanz. Doch dass die Follower meist Unbekannte sind, ist für Melanies Mutter schwer zu verstehen. Wieso teilt sich Melanie anderen mit, ihre Innerstes, ihre Überlegungen, ihre Gedanken? Und Mutti bekommt davon überhaupt nichts zu hören. Sie spricht ja auch nicht mit mir darüber.
Dass sie jetzt erwachsen ist und der Mama nicht alles erzählt, ist ganz klar. Haben wir nicht anders gemacht, das gehört zur normalen Entwicklung, glaube ich, dazu. Aber sie vertraut sich wirklich lieber Fremden an als ihrer Familie. Ist ein bisschen schwer zu verstehen. Melanie hatte es als Kind nicht einfach. Sie war unsicher, niemand traute ihr etwas zu. Weder die Mitschüler noch die Lehrer. In ihrem Blog setzt sie sich damit auseinander. Und das hilft ihr. Echt jetzt? Ach du mein Gott, hab ich auch noch. Dass die Melli immer sehr hart gekämpft hat für das, was sie nicht konnte und was ihr nicht zugetraut worden ist, ja, war eigentlich für sie jedes Mal ein Ansporn, es gerade zu probieren. Ja. Es wirklich irgendwie durchzuziehen und durchzustemmen. Und ja, manchmal hätte ich dann auch gesagt, ach komm, du musst jetzt niemandem was beweisen, nee, weder dir noch anderen, lass es doch und versuche selbst deinen Weg zu finden oder das, was du möchtest, aber das war ihr Weg. Auf Instagram wird Melanie heute für ihre schönen Fotos geliked. In der Realität, noch vor wenigen Jahren, wurde Melanie aufgrund ihres Aussehens gemieden und sogar verspottet. Ich war dann doch ein bisschen pummeliger geworden, also für die Zeit halt einfach ein bisschen zu breit für meine Größe, meinte der Arzt. Und damit haben, ja, die Jungs haben dann halt angefangen, mich zu mobben. Meine Mutti hat mich, weiß ich noch, eines Tages in die Schule gebracht. Da hat ein Schulkamerad, ein Klassenkamerad aus dem Fenster unten gewunken so und meinte noch, guck mal, die fette Melli kommt oder irgendwie sowas. Und da hatte ich gar keine Lust mehr auf Schule. Und selbst die Sprüche von meiner Mutti dann, die ist ja natürlich auch zu meinen Lehrern. Und es hat aber alles nichts gebracht, ne? Weil Kinder sind in der Hinsicht, glaube ich, echt eklig. Jahrelang hat Melanie darunter gelitten, eine Außenseiterin zu sein. Heute hat sie tausende Bewunderer im Netz. Für sie ist Melanie eine Internetschönheit. Melanie ist stolz auf das, was sie erreicht hat. In ihren Blogs stellt sie sich der Zeit, in der sie so schlimm gemobbt wurde. Darüber zu schreiben und die meist positiven Kommentare ihrer vielen Follower geben Melanie Selbstbewusstsein. Eine Art Genugtuung ist es schon irgendwie, also eine Selbstbestätigung einfach, dass ich weiß, dass ich es schon geschafft habe, auch wenn alle anderen nicht dran geglaubt haben. Und manchmal würde ich schon gerne einfach reingehen und sagen, Mensch, ich habe es geschafft, auch wenn ich gedacht habe, ich hätte es nicht geschafft. Aber ja, ich glaube schon, dass die Lehrer da auch ein bisschen blöd gucken würden. Alex ist auf dem Weg nach München. Dort will er heute einen Bekannten treffen, den er über seinen Fitnessblog kennt, damit sie beide neue Bilder für ihre Social-Media-Kanäle machen können. Alles für Instagram, alles für den Sport. Als Ersatzreligion kann man es sogar schon fast bezeichnen. Also ich glaube eher so an meine Ziele und dass man sie erreichen kann, wenn man nur hart genug dafür ackert, als an irgendwelche Götter, die durch den Himmel fliegen, sage ich jetzt mal so. Alles gut bei dir? Ja, dir? Was geht? Geht's? Alles gut? Ja, passt schon. Lass mal in die Stadt gehen. Komm. Ja, okay. Auch Melanie fährt nach München. Sie will eine Profi-Bloggerin treffen, die so viele Follower hat, dass sie von Werbekunden Geld bekommt, wenn sie deren Produkte auf Fotos von ihr abbildet. Melanie möchte mehr über diese Welt erfahren und ist glücklich, dass die Profi-Bloggerin ihr Tipps geben will. Das ist nicht selbstverständlich in der Branche. Dass eine Ellenbogengesellschaft ein bisschen geworden ist. Also gerade wenn du nicht so viele Follower hast wie jemand anderes, dann gehörst du einfach nicht zum Freundeskreis, weil dann bist du weiter unten, einfach von deinem Level, von deinem Niveau. Die 21-jährige Anni ist gelernte Kosmetikerin und hat erst vor 1,5 Jahren das Bloggen zum Beruf gemacht. Heute hat sie schon über 80.000 Follower. Sie bekommt täglich neue Kooperationsanfragen und ungefragt Pakete mit Werbegeschenken. Anni wird auf hippe Events eingeladen und bekommt Urlaube spendiert. Als Gegenleistung soll sie Werbung für die Airlines, Hotels und Produkte machen.
Instagram ist auf jeden Fall natürlich auch ein Teil irgendwo Scheinwelt. Also ich zum Beispiel würde niemals ein Foto hochladen, was mir nicht hundertprozentig gefällt. Also egal, ob es jetzt eine Kooperation ist oder ob es so einfach ein schönes Reisefoto ist. Schließlich muss Anni längst nicht mehr nur ihre Follower begeistern, sondern auch ihre Kunden überzeugen. Man arbeitet ja auch als Blogger mit vielen Agenturen zusammen, die manchen mehr, die manchen weniger. Und ja, dann wird einem eben kurz erklärt, eben worum es geht, worum es sich handelt und wie viele Posts gewünscht sind. Oft hat man dann feste Termine, wo man posten muss, ist aber auch immer unterschiedlich. Und die Vergütung wird natürlich dann auch immer noch geklärt. Blogger, die Geld für Werbefotos bekommen, werden Influencer genannt, weil sie ihre Follower beeinflussen. Bereits mit einer Reichweite von 80.000 Followern bekommen Blogger pro Foto bis zu 600 Euro. Ein lukratives Geschäft. Sogar Melanie bekommt ab und zu schon Werbegeschenke für Fotos auf ihrem Blog und manchmal auch schon Aufwandsentschädigungen. Wie häufig machst du das? Also gerade Instagram und Blog, ich meine, du machst das hauptberuflich. Ich glaube, da gibt es mehr Zeit dafür. Ich mache das ja noch nicht. Ja, also ich beschäftige mich schon eigentlich so den ganzen Tag über damit. Also ich habe eben... Klar, du hast jetzt keine festen Arbeitszeiten im Prinzip, aber du musst ja auch eigentlich ständig erreichbar sein. Also nicht nur für deine Community, sondern eben auch für die Firmen und für die Agenturen und so weiter. Das ist natürlich auch wichtig. Also ich stehe auch früh morgens auf, beantworte dann oder fange schon an, E-Mails zu machen und so weiter. Könntest du dir denn vorstellen, das auch mal hauptberuflich zu machen? Oder sagst du, du möchtest es eher erstmal hobbymäßig weitermachen? Eine Freundin, die auch eine große Bloggerin eben in Dresden ist, die hat dann wirklich mich mal zur Seite genommen und hat gesagt, Melli, komm, lass dich nicht kränken, gerade so von auch so Kommentaren, so böse Kommentare oder irgendwelche Mobbing-Attacken da in der Hinsicht. Das war schon, wo ich mir so dachte, boah, willst du das noch, dich so auch so in der Öffentlichkeit zu präsentieren? Weil auch meine Mama versteht es halt auch einfach nicht so. Also was heißt, die kann damit halt auch noch nicht so viel anfangen. Wenn ich der sage, Mama, ich bin jetzt hauptberuflich Bloggerin, wäre das für die erstmal so, Mädchen, was? Weil die weiß halt nicht, dass das ein anerkannter Beruf mittlerweile ist. Und ja, ich glaube, damit bin ich noch so ein bisschen am Hadern und ein bisschen am inneren Kampf. Doch Melanie ist von Annis Leben fasziniert. Wer auf Instagram wirklich Erfolg haben will, muss regelmäßig Bilder und Texte hochladen. Denn die Algorithmen von Instagram und Co. sind darauf angelegt, dass Blogger permanent aktiv sein müssen, sonst verlieren sie Follower. So, ich habe mir das letztens, als ich über meinen Instagram-Account gegangen bin, ist mir aufgefallen, ja, du hast sehr viele Fotos einfach nur im Fitnessstudio. Ich muss mich auch darauf fixieren, solche Fotos auch draußen zu machen. Weil irgendwie wird das dann halt mit der Zeit langweilig. Muskulöse Männerbodies gehören für viele Jugendliche zum Schönheitsideal. Jungs mit dünnen Körpern hingegen werden unter Jugendlichen als Lauch verspottet. Alex hat in München genug Bilder für seine Social-Media-Profile gesammelt und fährt nach Hause. 15 Bilder hat er heute gepostet, ein gutes Ergebnis. Und seine Pläne für die Zukunft? Alex möchte seine Ausbildung abschließen und gleichzeitig eine Instagram-Karriere starten. Also auf Instagram will ich auf alle Fälle demnächst noch mehr Follower haben. So mehr Leute damit mitziehen, so was ich halt poste, wie ich es poste, was ich denen halt rüberbringen will. So nicht, dass ich halt sage, ja, ich ruhe mich jetzt darauf aus, sondern habe halt schon so eine gewisse Anzahl. Ich habe ja gesagt, mindestens 1000 sind mindestens drin. 1000 Follower für das Selbstbewusstsein. Melanie denkt schon einen Schritt weiter und spielt mit dem Gedanken, Influencer zu werden. Aber zu welchem Preis? Klar, die Likes auf mein Foto bei Instagram, die sehe ich jetzt nicht so wie eine Umarmung von meinen Freunden. Also das ist mir schon wesentlich mehr wert, wenn die Leute auch persönlich zu mir kommen und sagen, Mensch, Melli, das, was du machst, ist super. Oder eben das nicht mögen, das gibt es ja auch manchmal oder es passiert halt. Aber das ist mir wesentlich mehr wert, das Persönliche, als das, was da auf Instagram passiert und das Virtuelle. 11 Millionen Deutsche nutzen Instagram im Alltag. Für manche ersetzt es das echte Leben.